scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Okay. Jemand schreibt hier die Wachstumsgeschenke. Hoppla, eine Sekunde, jetzt wollte ich euch das lesen, da ist das bei mir weggeflogen. Die Wachstumsgeschenke sind überall. Wir dürfen sie nur sehen, wahrnehmen und feiern. Ja, richtig. Die sind immer da. Es gibt keine, wir können aus jeder Entscheidung können wir lernen. Ralf, kannst du dein Mikrofon bitte ausschalten? Danke dir. So, ja, danke dann nochmal. Wir können, es ist interessant, wir haben ja hier nochmal, aber ich werde euch nicht sagen, wer das ist. Wir haben ja dabei auch einen Unternehmer, der zuhört, der durchaus viele Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat. Und ich weiß, dass es nicht einfach war in vielen Zeiten und trotzdem geschafft hat, dabei durch seine Intuition und seine Entscheidung sein Unternehmen aufrechtzuerhalten. Ganz toll. Also, gehen wir erstmal zu unserer nächsten Impulsgeberin. Sie ist Überzeugungstäterin. Sie ist ein Herzensmensch, Führungskräftecoach und Trainerin. Sie begleitet Menschen, Behörden, Firmen in Veränderungsprozessen so, dass die Vision klar und realisierbar wird. Step by step unterstützt sie ihre Kunden, die für sie Partner, Partnerin sind, mit viel Kreativität, Leichtigkeit und einem ganz beruflichen wie persönlichen Change. Als Kunsttherapeutin nutzt sie dafür gerne Methoden, die sie in ein Konzept zusammengepackt hat, Kunst nutzen. Oh, wir haben übrigens noch einen Künstler dabei heute, zusammengefasst hat. Besonderes am Herzen liegen ihr Frauen, die sie in Führungsposition begleitet. Und das finde ich gut, gerade heutzutage. Obwohl, ich bin emanzipiert übrigens. Für echtes female Leadership immer macht sie das auf der Basis ihrer eigenen Persönlichkeit. Und das ist gut. Das Thema heute ist, jede Entscheidung ist auch gut. Jetzt geht doch endlich los und sagt jemand zu dir, auch wenn jemand zu dir sagt, bleib stehen. Also, die Bühne ist deine, Katja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht kennt ihr das, dass jemand zu euch sagt, jetzt geht doch endlich los. Oder sowas wie, life begins out of the comfort zone. Und es gibt aber Dinge und Situationen, die sind nicht so einfach, dann direkt aus der Komfortzone rauszuhüpfen. Man hat dann vielleicht eher den Eindruck, dass man sich selbst aus der Komfortzone rausschmeißt. Und wie du gerade gesagt hast, ich bin besonders in Behörden und zu Hause als Führungskräfte, Coach und Trainerin. Und das mit den Entscheidungen und Veränderungen. Also ich begleite Führungskräfte in Veränderungsprozessen in Behörden. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass das echt eine Challenge sein kann. Und deswegen möchte ich euch jetzt mitnehmen auf eine kleine Reise und das ist die Reise außerhalb der Komfortzone. Weil manchmal steht man nicht da und man ist wie gelähmt und nichts passiert. Und dann kannst du auch noch so viele wunderbare To-Do-Listen machen oder du kannst dir noch so tolle Ziele stecken, aber irgendwie kommst du nicht weiter. Was kannst du jetzt also machen, damit du trotzdem dein Ziel und vielleicht eben sogar deine Vision erreichen kannst? Und ich habe mich da hingesetzt und habe mir dann gedacht, naja gut, also vielleicht ist es eben nicht so schlau, die Leute aus ihrer Komfortzone meilenweit rauszuschmeißen, sondern sie dazu befähigen, dass sie ihre eigene Komfortzone Schritt für Schritt erweitern. Also dass es ein aktiver Prozess ist. Und dann habe ich mir überlegt, dass es am allerbesten ist, wenn man sich zuerst die Vision klar macht. Das heißt, wenn man dann erstmal überlegt, okay, bevor ich jetzt in irgendeine Richtung losstürme, mache ich mir meine Vision sichtbar. Und ich bin eben Kunsttherapeutin, das heißt Vision Boards zum Beispiel sind vielleicht für einige von euch ein Begriff. Aber ihr könnt die Vision auch ganz einfach klar machen und zwar, indem ihr euch einen Brief zum Beispiel aus der Zukunft schreibt. Ja? Das geht ähnlich wie die Methode vom Ralf. Da könnt ihr euch dann in die Zukunft beamen und euch einen Brief aus der Zukunft schreiben. Da habt ihr dann fast schon die Anleitung dazu,
wie es denn zum Beispiel in 3 bis 5 Jahren ausschaut. Jetzt ist es vielleicht eben erst in 3 bis 5 Jahren und dann steht man wieder in seiner Komfortzone rum und denkt so, ja, und wie komme ich denn da jetzt bitte hin? Und dann habe ich einen Tipp für euch, und zwar, dass ihr eure Komfortzone freundlich umarmt, ja, und dass ihr die einfach mal anschaut und überlegt, wie schaut denn die eigentlich aus, ja? Was habe ich denn da in meiner Komfortzone drin? Welche Gewohnheiten habe ich denn zum Beispiel, die ich vielleicht eben auch sehr schätze? Oder welche Stärken habe ich da drin? Ja? Welche Herausforderungen habe ich vielleicht schon bewältigt und welche Werte sind mir wichtig? Und welche Werte sind mir auch so wichtig und welche Stärken sind mir so wichtig, dass sie mich auf der Reise zu der Vision auch begleiten und unterstützen können? Das heißt, ich schaue mir dann langsam diese Komfortzone an und gehe langsam, aber sicher zum Rand der Komfortzone. Und da ist er dann, der Rand, ja. Und wie schaffe ich das jetzt aber, dass dieser Rand eben keine Mauer ist, sondern dass ich möglicherweise diese Mauer nicht durchbreche, so voller Gewalt, ja, das muss nicht unbedingt sein, sondern wie kann ich das denn machen, dass ich das weicher mache? Also, dass der erste Schritt außerhalb der Komfortzone doch gar nicht mehr so schwer ist. Jetzt habe ich mir ja meine Komfortzone angeschaut. Das heißt, ich habe ein Ist und ich habe ein Soll, also diese Vision. Und dazwischen kann ich mir das vorstellen wie so ein Weg. Das muss kein gerader Weg sein, absolut nicht. Der kann ein paar Kurven haben, ja. Aber auf diesem Weg sind möglicherweise Ziele, die ich tatsächlich jetzt auch definieren kann. Ich habe damit eine Methode dazu, das nennt sich Six-Step Milestone Management. Das heißt, dieser Weg besteht aus 6 Meilensteinen, die ich mir bauen kann. Und diese 6 Meilensteine, die kann ich mir dann wirklich und wahrhaftig auch nach SMART definieren, also nach diesem spezifisch, ja, und messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Jetzt haben diese smarten Ziele aber so einen kleinen Pferdefuß und das ist das Attraktiv. Ein attraktives Ziel ist nicht für andere attraktiv, sondern für mich. Das heißt, ich darf mir auch wirklich überlegen, mache ich denn das, was ich, oder ist dieser Meilenstein denn auf diesem Weg jetzt nur dafür da, um irgendjemandem Gefallen zu tun, ja? Oder ist er dafür da, dass ich wirklich auch auf meine Vision einzahle? Das heißt, jedes Ziel, was ich mir da überlege, darf auf meine Vision einzahlen. Und wenn dieses Ziel nicht auf die Vision einzahlt, dann lasse ich es einfach weg oder definiere es für mich um. Was kann ich noch machen? Jetzt bin ich ja vielleicht, ne, wie meine Beamten, ne, da ist teilweise, wächst die Zimmerpflanze rechts neben den Tisch die 20 Jahre mit und dann sollen sie umziehen. Das ist wirklich schon für manche ein riesengroßer Change. Also was kann ich denn dann noch machen, damit der erste Schritt eben einfach ist? Und einen Trick gibt es da. Ich mache mir den ersten Schritt wirklich so einfach, dass er fast langweilig ist. Ja, ich kann ja morgen auch jetzt keinen Marathon laufen, wenn ich noch nicht mal mit dem Joggen angefangen habe. Vielleicht kann ich mir das erste Ziel aber wirklich so klein machen, dass es für mich an sich ein langweiliges Ziel ist. Das ist super einfach zu erreichen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit Yoga anfangen möchte, ja, und dann Yoga-Lehrer machen will, das könnte dann die Vision sein, dann kaufe ich mir eine Yogamatte, das schaffen die meisten noch, aber dann lege ich mir diese Yogamatte einfach mal eine Woche lang nur vors Bett und packe meine Barfuß, meine Füße da mal drauf und dann nach einer Woche könnte es sein, dass es auch langweilig wird und dann fange ich vielleicht an auch mit der ersten Übung. Das heißt, der erste Schritt außerhalb dieser Komfortzone ist so einfach, dass es leicht ist, dass er mir ganz leicht fällt. Jetzt ist es aber so, dass ich damit auf jeden Fall zufrieden sein darf. Das heißt, ich darf jeden Schritt, den ich weitermache und auch den ersten auf jeden Fall feiern. Das heißt, es ist ein Erfolg. Was machen Erfolge? Sie machen gute Laune. Und gute Laune brauchen wir, um kreativ sein zu können. Und Kreativität brauchen wir, um neue Lösungen zu finden. Und neue Lösungen brauchen wir, um Ziele zu definieren. Und die brauchen wir wieder, um unsere Vision zu definieren. Das heißt, ich komme auch Step by Step, wenn ich das mit diesem Komfortzone-Check mache, so nenne ich den, auch in ein positives Gefühl. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nicht immer mich auf die negativen Sachen zu fokussieren. Die habe ich in meiner Komfortzone ja schon abgecheckt. Ja, was sind dann so meine Herausforderungen? Sondern ich habe eben einen positiven Fokus, eine Vision und ich weiß, in welche Himmelsrichtung es gehen darf. Ich habe einen Fixstern, aber der Weg, der kann ein bisschen kurvig sein. Das heißt, jetzt fasse ich es nochmal ganz kurz für euch zusammen, damit ihr euch das merken könnt, beziehungsweise es ist immer, was ich sage, immer ein Blumenstrauß. Das heißt, pickt euch einfach das Blümchen raus, was für euch am besten passt. Das allererste, was du machst, ist, dass du eine Vision baust. Dann schaust du dir deine Komfortzone an. Und dann packst du dir da 6 Meilensteine rein und der allererste Meilenstein ist wirklich ganz einfach zu erreichen und feiere unbedingt deine Erfolge.
Jetzt ist die Frage an euch, wenn ihr eure Vision habt, was denn dann vielleicht in den nächsten 72 Stunden das die Sache, die kleine Sache, die du machen kannst, um deine Vision erreichen zu können. Schreib es dir auf, ich bin gespannt und wer Fragen hat, kann mich natürlich gerne noch anschreiben. Ich bin ganz neu hier, vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Ich freue mich, dass ich da bin.